Kein Neonazi, kein Islamist, kein Extremist soll sich mehr sicher fühlen, wenn er sich über Datendienste wie WhatsApp zu Taten verabredet. Der Verfassungsschutz in Hessen soll bald auch hier mitlesen dürfen. Telefonate können schon abgehört werden. Die Überwachung von verschlüsselter Kommunikation wird ein wichtiger Teil des neuen Verfassungsschutzgesetzes sein. Innenminister Beuth will damit weitere Anschläge verhindern. Ja, es gibt die Möglichkeit, dass man auf die entsprechenden technischen Geräte, auf die Telefone entsprechend einwirkt, dass man, bevor sozusagen das Gespräch verschlüsselt wird, dass man dann eben das mithören kann. Das ist ein technischer Vorgang, aber gleichwohl braucht es eine Rechtsgrundlage und die schaffen wir jetzt im Gesetz. Auch Online-Durchsuchungen an Computern sollen mit sogenannten Staatstrojanern in Hessen möglich werden. Diese unsichtbaren Spionageprogramme können sich Extremisten einfangen, sobald sie bestimmte Seiten aufrufen. Erlaubt ist das alles aber nur, wenn vorher ein Richter zugestimmt hat. Wenn man die bisherigen Anschläge verfolgt, wie sie sich gestaltet haben und wie die entsprechenden Täter kommuniziert haben, dann wird eben sehr deutlich, dass vor allem Facebook, WhatsApp und soziale Netzwerke nicht nur als Kommunikationsplattform dienen, sondern dass es auch ein Stück weit Schmelztiegel sind, um entsprechende Aktivitäten zu planen, durchzuführen und auch entsprechende Aktivisten zu rekrutieren. Das neue Verfassungsschutzgesetz soll den Einsatz von V-Leuten genauer regeln, Standards einführen. So dürfen V-Leute, die schwere Straftaten begangen haben, nicht mehr eingesetzt werden. Aber auch die Kontrolle des Verfassungsschutzes werde künftig gestärkt. Dafür ist eine Kommission des Parlaments zuständig, die hier im Landtag geheim tagt. Jedes Mitglied dieses Gremiums soll jetzt Akteneinsichtsrechte bekommen. Der Innenminister und Schwarz-Grün stellten heute nur Eckpunkte vor. Unpräzise und unkonkret seien diese, kritisieren alle Oppositionsparteien. Die SPD spricht gar von einer reinen PR-Aktion. Wir hätten uns gewünscht, frühzeitig einbezogen zu werden, den Gesetzentwurf mal zu sehen, uns einbringen zu können, dann hätten Sie es ja immer noch vorstellen können. Also so geht's nicht. Es ist wirklich eine Frechheit, wie da mit uns umgegangen wird. Bei der Neuausrichtung des Verfassungsschutzes will die Landesregierung jetzt auf die Opposition zugehen, um mit ihr über den geplanten Gesetzentwurf zu sprechen. Doch die SPD stellt Bedingungen. Wenn wir beteiligt werden und das heißt, ihr könnt mal drüber gucken, ihr dürft aber nichts ändern, dann sind wir raus. Schon vor 3 Jahren war der Plan für eine Verfassungsschutzreform vorgestellt worden, als Lehre aus den Fehlern der Behörden bei der Aufklärung der rechtsextremistischen NSU-Mordserie. Eine Expertenkommission forderte danach deutliche Korrekturen. Der zweite Vorschlag des Ministers jetzt soll im November in den Landtag eingebracht werden. Er dürfte wieder für viel Streit sorgen.